Wir haben uns gedacht, wir wollen nicht nur das Abendessen so als Möglichkeit für einen netten Austausch und ein gegenseitiges Kennenlernen in dieser Tagung einbauen, sondern wir wollen Ihnen auch noch ein paar Anstöße zur Diskussion mitgeben und haben uns dafür den Herrn Professor Jürgen Wecke eingeladen, der versprochen hat, ein bisschen ein kontroverses Thema anzusprechen, das dann wirklich auch genug Stoff für die Diskussion gibt. Herr Professor, darf ich Sie bitten? Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, für die Einladung. Es war gerade von der Französischen Revolution die Rede. Und damit ich sicher das Gespür haben kann, dass vielleicht das, was ich Ihnen als Impuls mit auf den Weg geben möchte heute, auch sowas wie eine Revolution ist, möchte ich Sie bitte einmal die Hand zu heben. Und zwar stelle ich Ihnen jetzt eine Frage. Wer von Ihnen glaubt, dass Führung, und wir haben ja nur Führungskräfte hier in dem Raum eigentlich, teilbar ist, dann bitte ich jetzt mal ganz kurz um ein Handzeichen. Führung ist teilbar. Das sind ja auf mehrere Personen, ja, ich sehe doch einige. Also von daher, Mannhardt, Sie haben mir eine schwierige Aufgabe gegeben. 25 Minuten der Revolution soll ich anzetteln, aber einige Ihrer Tagungsbesucher sind schon der Auffassung, dass ich recht habe. Wollen wir mal schauen, ob das dennoch revolutionär sein kann, was ich Ihnen vielleicht in den nächsten 25 Minuten, die ich habe, das war natürlich jetzt falsch, Sekunde, F5 und dann müssen wir es wieder haben und einmal weiter, oder? Und dann muss ich hier drauf, ne? Das hatten Sie mir gezeigt, Sekunde. Was ich Ihnen in den nächsten 25 Minuten, der Link funktioniert nicht mehr, was haben Sie gemacht? Ach, die Technik. Das war knapp daneben. Ja, das war der erste Impuls. Ne? Sie sehen, Professoren sind ja eigentlich auch hochgeübt, aber wenn man mit einem fremden Rechner, mit einer fremden Einleitungsfolie arbeitet, kann das passieren. Also meine Hauptbotschaft, die ich Ihnen heute mit auf den Weg geben möchte, ist, dass Führung in der Tat teilbar ist. Ich war gerade in einem sehr interessanten Workshop, die Hälfte von Ihnen hat das wahrscheinlich auch besucht. Da ging es halt um psychische Erkrankungen, es ging vor allen Dingen um Burnout. Und alle dieser Besucher in diesem Workshop waren eigentlich der Auffassung, dass es die Führungskraft ist, die in einer Verantwortung steht, Burnout zu verhindern, dass man Führungskräfte schulen muss. Ich habe dann in dem Workshop gesagt, naja, was soll die Führungskraft denn noch alles tun? Ja? Sie hat so viel, sie muss Leute einstellen, sie muss halt für die Arbeitsgestaltung sorgen, jetzt soll sie auch noch Burnout verhindern. Die Frage ist in der Tat berechtigt meines Erachtens und eine Lösung für dieses Problem, dass immer mehr Führungsaufgaben auf uns zukommen, ist vielleicht das Konzept der geteilten Führung, was ich Ihnen heute Abend vorstellen möchte. Ich möchte das in drei Schritten tun. Der erste ist ein bisschen akademisch, da bitte ich um Entschuldigung. Ich werde Ihnen eine Präsentation halt zeigen, wo einige Definitionen drin sind. Aber es ist eine moderne Definition von Führung, die in der psychologischen Führungsforschung inzwischen weit verbreitet ist. Sie finden das in den Lehrbüchern, was ich Ihnen hier präsentieren werde. Und Sie werden sehen, und deswegen ist dieser erste Schritt wichtig, auch für meine Argumentation, dass Führung in der Tat teilbar ist. Das hat man immer schon gewusst. Und einige Führungskräfte scheinen das immer wieder zu vergessen. Ja? Im zweiten Schritt möchte ich Ihnen dann die wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenfassen zum Thema, was weiß man denn über die Persönlichkeit der Führungskraft? Was weiß man über den Gegenspieler, die Geführten? Gibt es dort auch gewisse Persönlichkeitsmerkmale, die zu beachten sind? Und im dritten Teil möchte ich Ihnen dann, wie Sie hier sehen, den neuen Ansatz, zu dem ich selbst geforscht habe, der verteilten Führung in Organisationen, einige Befunde darstellen und Sie ermuntern, wirklich mehr in diese Richtung zu denken, innovativ zu denken, kann man denn die Führung nicht auch aufteilen? Gut, das ist der Plan und der Mannhardt hat mir gesagt, die Rinderlenden kommen wann? Um 20 nach, also die Zeit rennt. Ne? Deswegen das Akademische, Sie können das auch nachlesen, das darf ich an der Stelle vielleicht nochmal sagen. Die Folien, die ich hier präsentiere, das gilt auch für die anderen Folien, die werden nachher hochgeladen, es wird auch gefilmt. Von daher, wenn Sie jetzt ein Wort nicht so genau mitbekommen, kein Problem. Was versteht der Psychologe, nachdem er 100 Jahre zu diesem wichtigen Thema Führung geforscht hat, mit Wirtschaftswissenschaftlern, mit vielen anderen Disziplinen, unter Führung? Die beste Definition, die ich in dem ersten Teil meines Vortrags vorstellen möchte, sehen Sie hier auf der Folie. Ist nicht von mir, leider, sondern von den Kollegen Wunderer und Grunwald schon 1980. Die haben nämlich gesagt, Führung ist eigentlich ein Sammelbegriff für solche Interaktionsprozesse, sprich Handlungen, Gespräche, Entscheidungen, die man trifft, in denen eine absichtliche, mehr oder weniger unmittelbare soziale Einflussnahme von Personen auf andere Personen zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben im Kontext einer strukturierten Arbeitssituation zugrunde liegt.
Jetzt sagen Sie zu Recht, Herr Wegge, oh, das ist eine lange Definition, aber einfacher geht es nicht. All diese Komponenten sind wichtig. Solche Einflussprozesse, und das möchte ich Ihnen im nächsten Schritt gerne präsentieren, kann man grob betrachtet in drei verschiedene Bereiche einteilen, in denen zur Einflussnahme der einen Person auf die andere auch unterschiedliche Mittel und Wege genutzt werden. Der erste Bereich ist die personale Führung. Und damit haben sich insbesondere Psychologen intensiv auseinandergesetzt. Die personale Führung umfasst alle unmittelbaren, man muss also anwesend sein in der Situation, wechselseitigen und tendenziell eher nicht symmetrischen Interaktionsprozesse im Dienste der Unternehmensführung, die zwischen einem oder mehreren Führenden und einem oder mehreren gleichzeitig anwesenden Geführten stattfinden, wobei diese Prozesse von jedem Mitglied und jeder Gruppe an der Organisation ausgehen können. Sie sehen hier schon, Führung ist nicht Chefsache. Führung kann ausgehen von Kollegen, Führung kann ausgehen von unten, von Ihrer Sekretärin zum Beispiel, die Sie daran erinnert, dass bestimmte Dinge noch unerledigt sind. Die psychologische Führungsforschung begreift personale Führung, also unter gleichzeitig anwesenden Personen stattfindende Führung, als einen Prozess, der in der Tat verteilt ist. Wenn man mal die psychologischen Führungstheorien anschaut, dann finden Sie meines Erachtens höchstens 5 verschiedene Modelle, die in dieser Ebene der personalen Führung theoretisch rekonstruiert worden sind und wo man zu geforscht hat. Das erste ist der klassische Fall. Wenn ich mich jetzt zur Wand drehe, hören Sie mich wahrscheinlich nicht mehr, deswegen ist es klüger, ich rede in Ihre Richtung. Das ist der Fall Nummer 1, dass eben ein Vorgesetzter, der in der Hierarchie oben steht, wie der Bürgermeister zum Beispiel, der weisungsbefugt ist gegenüber sehr vielen Verordneten wahrscheinlich und Abgeordneten in der Stadt, wenn der ein Kommando gibt, wenn der eine Anweisung gibt, dann muss man zuhören. Dazu gibt es viele Theorien und natürlich kann man das mehr oder weniger geschickt machen und das ist ein Beispiel für personale Führung. Aber personale Führung kann auch im Falle B Führung unter Kollegen sein. Wenn Ihr Kollege Sie zum Beispiel daran erinnert, dass ein wichtiger Auftrag nächste Woche reinkommt und dass man deswegen bestimmte Dinge abschließen soll, um dann die Kapazitäten zu haben, wäre das Führung eines Kollegen im Sinne der Unternehmensziele, nämlich dass Sie Ihre Aufgaben gut erledigen. Führung kann auch von unten stattfinden, das ist der Fall C. Da hat die psychologische Forschung übrigens festgestellt, das Beste ist, dass Sie sich ein bisschen schmeichelnd gegenüber Ihrem Vorgesetzten verhalten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er Ihre Ziele dann tatsächlich auch realisiert. Oder, das ist die zweite Strategie, Sie müssen argumentativ rangehen und gute Argumente bringen. Davon lassen sich Chefs auch gerne überzeugen. Der dritte Fall und der vierte Fall ist nicht ganz so angenehm, ist aber auch Tagesgeschäft in Organisationen. Und man braucht zumindest diese Modelle, wenn man personale Führung in diesem klassischen dyadischen Sinne abbilden will. Das ist nämlich die Führung durch den nächsthöheren Vorgesetzten, wenn der Vorgesetzte die Ebene unter ihm einfach übergeht und direkt zum Beispiel auf den Mitarbeiter zugeht oder umgekehrt der Fall E, das ist eher in Konfliktfällen der Fall, wenn eine Person zum Beispiel Schwierigkeiten mit dem Chef hat und dann zugleich nächsthöheren Vorgesetzten vielleicht zum Bürgermeister geht und sagt, also diese Person, da müsst ihr mal was tun, die führt dazu, dass wir lauter kranke Leute in der Abteilung haben. Ja? Das sind Modelle der personalen Führung. Damit hat man aber noch nicht Führung abgebildet. Führung ist in einer modernen Definition, die ich Ihnen hier nahebringen möchte, viel mehr. Führung umfasst auch Personalmanagement. Das Wort Personalmanagement umfasst alle Interaktionsprozesse, also Entscheidung, Handlung, Gespräch etc. im Dienste der Unternehmensführung, die auf die Steuerung, und das heißt hier Verfügbarkeit, Nutzung, Entwicklung der humanen Ressourcen, also der Fähigkeiten, Fertigkeiten, des Wissens, der Kompetenzen der Organisationsmitglieder zielen, etwa die Personalgewinnung und alle Maßnahmen der Personalentwicklung. Da das ein Kongress ist in dem Bereich, kann ich mir die nächste Folie sparen. Die habe ich immer dabei für den Fall, dass jemand nicht genau weiß, was alles im Personalwesen ansteht. Es geht um die Ermittlung des Personalbedarfs, Personalbeschaffung. All das ist Führungsaufgabe. Und wenn Sie mal anschauen, was Führungskräfte tun, dann werden Sie auch feststellen, dass das Teil Ihres täglichen Arbeitens ist. Ja, der dritte Bereich der Führung, und dann habe ich Ihnen die relativ moderne und umfassende Führungsdefinition, die ich zugrunde lege in meinen ganzen Arbeiten und die auch in der Psychologie sich durchgesetzt hat, erläutert, ist der Begriff der Unternehmensführung. Unternehmensführung umfasst alle Interaktionsprozesse und Sie sehen das Muster natürlich, was hier in diesen Definitionen zu finden ist, die dann halt auf die Beschaffung, Verteilung, Nutzung, Kontrolle und Entwicklung einzelner Ressourcen, hier geht es dann eben nicht nur um Personal, sondern auch um Technik, um Kapital und auch Informationen einer Organisation ausgeführt werden, die mit der Absicht erfolgen, das Erreichen der wesentlichen Unternehmensziele zu befördern. Als Beispiel habe ich auf der Folie mal aufgeführt, wenn Sie überlegen, mit welchen anderen Firmen kann man Allianzen zum Beispiel angehen oder ob man sich entschließt, zum Beispiel einen Börsengang zu wagen oder nicht. Das wäre ein Beispiel für Unternehmensführung.
Zusammengeführt möchte ich Ihnen das gerne nochmal zeigen. Die zentralen Unternehmensziele, und das kennen Sie bestimmt aus Ihrer Ausbildung, das ist das magische Dreieck der Betriebswirtschaft. Da geht es natürlich immer darum, dass alles billig sein soll, also die Kosten müssen optimiert werden, dass die Qualität der Produkte und Dienstleistungen gut sein muss und dass alles natürlich auch schnell zur Verfügung stehen sollte. Und das müssen Sie gleichzeitig optimieren. Der Psychologe, und diese Freiheit nehme ich mir, sagt, nein, Moment mal, und da bin ich ganz d'accord mit dem Herrn Uhlig, dessen Vortrag Sie heute ja schon gehört haben, das sind betriebswirtschaftliche Kennzahlen, die hier im Vordergrund stehen. Wir sagen, zentrale Unternehmensziele muss eigentlich auch sein, Arbeit so zu gestalten, auch Führung so zu gestalten, dass die Mitarbeiter gesund bleiben, dass ihre Persönlichkeit sich entwickeln kann und idealerweise auch gefördert wird. Das ist also die Definition von Führung, die ich mit dem Herrn von Rosenstiel in den Lehrbüchern publiziert habe. Können Sie gerne nachlesen. Und hier nochmal so ein bisschen visualisiert, wie das alles ineinander greift. Sie sehen die personale Führung im Mittelpunkt, hier oben. Sie sehen hier das Personalmanagement. Und die weitreichendste Begriff von Führung ist eigentlich die Unternehmensführung durch die Gründer und Kapitalgeber einer Organisation. Und je weiter Sie von innen nach außen kommen, desto weniger personalisiert ist Führung. Führung realisiert sich ja auch durch die Entscheidung, welche Software, welche Technik ich zum Beispiel einführe in meinem Unternehmen. Deswegen ist es eine wichtige Erkenntnis und das ist auch die Grundlage, warum ich mich traue, mich hier hinzustellen und zu sagen, nicht im Sinne einer französischen Revolution, aber vielleicht doch im Sinne eines kleinen Impulses, dass Führung immer schon, wenn man es mal umfassender betrachtet, wie ich Ihnen das hier nahelege, etwas ist, was man von der Person des Führenden loskoppeln muss. Es ist nicht nur an Personen gebunden. Diese neue und moderne Definition von Führung sorgt auch dafür, dass einige unnötige Missverständnisse endlich als solche entlarvt werden. Ich habe mal einige aufgeführt. Erstes Missverständnis, Führung erfolgt nur von oben. Es gibt nur einen Akteur. Das ist nicht richtig. Führung ist immer in dem Sinne verteilte Führung, weil es mehrere Akteure gibt. Ein weiteres Missverständnis, was sehr beliebt ist, Führung ist erfolgreiche Führung, kann also nicht misslingen. Wer hätte das je behauptet, dass Führung immer erfolgreich sein muss? Viele Aktivitäten, die Führungskräfte oder auch eben geführt in Anführungsstrichen an ihrer aktiven Rolle ausführen, müssen nicht gelingen. Ein weiteres Missverständnis, was mit dieser breiten Definition ausgeräumt ist, dass Führungserfolg nur an einem Kriterium abgelesen werden kann. Das geht nicht. Sie können nicht nur die Krankenquote oder Gesundheitsquote nehmen, Sie können nicht nur die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen nehmen. Führung muss, wenn man es so definiert, wie ich Ihnen das hier darlege, an vielen Kriterien auf verschiedenen Ebenen erfasst werden. Ja, ein weiteres Missverständnis, Führung ist immer nur personale Mitarbeiterführung. Das habe ich ja versucht, gerade klarzumachen, dass das nicht geht. Und, das ist in den Definitionen, die ich Ihnen gerade präsentiert habe, ein ganz essentieller Bestandteil, die Absicht der Person muss gegeben sein. Wenn ein Akteur Sie beeinflusst im Dienste der Unternehmensziele, ist das die Voraussetzung dafür, dass man von Führung sprechen kann. In einigen Führungstheorien wird dann behauptet, ja, das kommt gar nicht so sehr darauf an, was der Vorgesetzte tut oder sagt, sondern wie der Geführte das wahrnimmt, ja? Weil den beeinflusst man ja. Es ist sicherlich richtig, dass man nicht symbolisch führen kann. Wenn ich die Ärmel hochkrempel oder wenn der Herr Mannhardt gleich auf den Tisch haut, dann hat das ein Signal für mich und ich muss darauf reagieren und er will mich beeinflussen, ne? Weil das Essen dann gleich kommt, ne? Aber wie ich das wahrnehme, das ist natürlich eine Wahrnehmungsleistung auf meiner Seite und er muss die Absicht haben, mich zu beeinflussen, sonst wäre es keine Führung von ihm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den für die Abgrenzung auch zum Beispiel von Mikropolitik und Führung relevant ist. Wenn ein Vorgesetzter sich selbst bereichert, dann ist das nicht Unternehmensführung. Dann ist das Mikropolitik im neuwerkschen Sinne und dann hat es nicht mit der Beförderung der Unternehmensziele zu tun. Ja, was mir sehr am Herzen liegt und das ist, glaube ich, auch ein Muss, wenn man von geteilter Führung spricht, man muss sich von dieser Idee trennen, dass die Ziele der Führungskraft legitimer sind oder moralisch wertvoller als die Ziele der Geführten. Häufig wird das aber unterstellt, wenn man sagt, naja, wir haben eine Führungsposition und die Führungsposition weiß, was denn halt die richtigen Ziele sind, die man verfolgen sollte. Das ist in Modellen der geteilten Führung nicht so und das zeigt auch, wie sehr die Geführten hier ermächtigt werden. Ja, man kann auf die personale Führung in Organisationen verzichten, das geht überhaupt gar nicht. Führung muss immer vorgelebt werden, das zeigt auch diese Definition. Und damit habe ich den ersten Schritt schon erreicht. Nämlich Ihnen so ein bisschen vielleicht klarzumachen, dass Führung im Sinne dieses modernen Ansatzes sehr, sehr umfassend ist. Die Psychologen, und das ist meine Aufgabe heute hier, beschäftigen sich meistens mit der personalen Führung. Ich persönlich habe sehr viel zum Thema Führung in Teams gemacht und ich möchte Ihnen gern, nachdem ich im zweiten Schritt mal ganz kurz zusammengefasst habe, was man zur Persönlichkeit von Führungskräften weiß und der Rolle der Geführten, dann diese Ansätze der verteilten Führung nochmal genauer vorstellen.
Ja, was weiß man über Führende? Ich denke, wenn Sie eine Anzeige aufgeben, Sie suchen eine Führungskraft, dann werden Sie sich der Alltagstheorie bedienen. Und die Alltagstheorie sagt, dass erfolgreiche Führende intelligent, mutig, gebildet, teamfähig, interkulturell offen, flexibel, mobil, fast wie Unternehmer sind, belastbar, verbal geschickt, kundenorientiert, sozial kompetent, innovativ, berufserfahren. Das wollen Sie doch alles von Ihren Führungskräften. Davon gehe ich aus. Ja? Das heißt, was Sie suchen, ist eine eierlegende Wollmilchsau. Muss man auf den Punkt zu bringen. Und hier ist das Problem schon versteckt. Wenn Sie glauben, dass eine Person all das mitbringt, dann machen Sie schon einen Riesenfehler. Das stützt nämlich den Great-Man-Mythos der Führung, der leider auch in der Forschung sehr weit verbreitet ist. Der Great-Man-Mythos der Führung besagt im Wesentlichen Folgendes. Erstens, der Vorgesetzte hat alles im Griff. Zweitens, es gibt einen One-Best-Way der Führung. Ich gehe also zum Führungsseminar und wenn ich das gelernt habe, dann weiß ich, was ich tun muss, bei welchem Mitarbeiter ich mich wie zu verhalten habe. Der Great-Man-Mythos kann auch charakterisiert werden als die Überlegung, dass erfolgreiche Führung hauptsächlich auf der Kunst direkter Menschenführung beruht. Hier wird Führung also personalisiert in diesem Mythos und es wird auch davon ausgegangen, dass Führer dann begnadete Helden sind. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an Mahatma Gandhi und andere Personen denken, werden Sie sagen, naja, das waren doch wirklich Helden. Ne? Ist das nicht doch wahr? Und Sie sind ja alle Führungskräfte hier in diesem Raum. Ist das nicht total schön, sich vorzustellen, dass das zutrifft, dass Sie alle begnadete Helden sind? Das genau wird nämlich häufig in Führungsveranstaltungen verkauft, dass Sie alles in der Hand haben, dass Sie alles im Griff haben und dass Führung nicht teilbar ist und dass es nur Sie sind, die alle diese Probleme lösen können. Ne? Ob jemand erfolgreich führen kann, ist dann die Steigerung von diesem Great-Man-Mythos, der als Gegenspieler von Modellen der verteilten Führung immer noch wirkt, ist dann angeboren oder doch zumindest ein festes, nicht leicht änderbares Persönlichkeitsmerkmal. Der Great-Man-Mythos sagt auch, ist es nur der richtige Führer, dann wird aus einem Heer von Feiglingen ein Heer von Löwen. Ich könnte sie also jetzt zur Revolution anstiften. Ne? Und wir könnten Bregenz in eine Revolution, also wenn ich denn diese Talente hätte, zu einer Revolution motivieren, vielleicht die wunderbare Seebühne dort halt zu besteigen und dort mal eine andere Oper aufzuführen. Ja? Gut, dieser Great-Man-Mythos ist leider sehr weit verbreitet, auch in der Forschung. Wenn ich das jetzt so sage und ich will das provokant machen, wie Sie ja mitbekommen, heißt das aber nicht, dass die Persönlichkeit von Führungskräften unwichtig wäre für den Führungserfolg. Die Forschung hat gefunden, und das muss ich an der Stelle auch objektiverweise sagen, dass die Persönlichkeit des Führers eine Rolle spielt für den Führungserfolg. Eines der verlässlichsten Kriterien für den Erfolg von Führungskräften ist die Intelligenz. Die Korrelation liegt hier bei ungefähr Punkt 30. Die geht von minus 1 bis plus 1 für diejenigen, die Korrelation nicht kennen. Das heißt, Personen mit einer hoch ausgeprägten allgemeinen Intelligenz sind eher erfolgreich als Führungskraft. Man hat auch festgestellt, dass die Persönlichkeit des Führers relevant ist. Meta-Analysen zeigen, dass zum Beispiel die Leistungs- und die Machtmotivdisposition und die Extraversion relevant sind für den Führungserfolg. Und das ist einer der wichtigsten Prädiktoren, leider nicht psychologisch relevant, aber in der Realität so zu finden. Führung ist immer noch nach wie vor sehr männlich. Sie haben eine starke Unterrepräsentation von Frauen im Management, ungefähr 2% in der Top-Management-Etage, 8% im mittleren Management. Ursache ist hier sicherlich eine Mischung aus Selbstselektion und Fremdselektion, aber dennoch ist das Geschlecht immer noch einer der wichtigsten Prädiktoren für die Vorhersage, ob sie Führungskraft werden oder nicht. By the way, für die Frauen, die das vielleicht noch nicht erreicht haben, es gibt einen Trick, das hat die psychologische Forschung in den letzten Jahren gefunden. Sie müssen dafür sorgen, dass die Leute um sie herum glauben, dass es der Firma schlecht geht. Ja? Wenn es der Firma, dem Team schlecht geht, werden Frauen eher in Führungspositionen gewählt. Ich könnte viel dazu erzählen, fragen Sie mich hinterher doch mal hier nur so als Impuls. Ne? Ja, man könnte noch viel sagen, Charisma, emotionale Intelligenz, hier ist das Problem, dass das noch nicht so genau gemessen werden kann vom Psychologen. Die anderen Konstrukte Intelligenz, dazu haben wir lange geforscht, das kann man auch sagen, auch die Persönlichkeitsmerkmale sind sehr valide messbar. Das zur Persönlichkeit von erfolgreichen Führern. Also ich sage nicht, dass es egal ist, wen Sie zur Führungskraft wählen und dass man alle Führungsaufgaben teilen könnte. Das will ich nicht sagen. Ich sage aber, dass es auch auf die Persönlichkeit der Geführten ankommt und auch auf die Rolle der Führermacher. Dazu hat die psychologische Forschung weniger geforscht. Ich selbst habe Daten gefunden, wo man zeigen konnte, dass gerade ängstliche Geführte, also die Ängstlichkeit der Geführten, eine wichtige Moderatorvariable ist, dahingehend, dass man partizipativ führt, dass die ängstlichen Geführten das eher positiv aufnehmen. Ja? Weniger ängstliche Personen wollen das nicht unbedingt so gerne und reagieren nicht so positiv. Wir haben auch gefunden, die zentralen Strategien der Führung von unten, Sie sehen hier nochmal den Punkt der rationalen Argumentation und des Einschmeicheln, was sehr erfolgreich ist, Druck machen und übergeordnet
übergeordnete Instanzen einschalten. Das hat man auch als Strategie gefunden bei der Führung von unten. Das sind Techniken, die die Geführten auch nutzen. Es gibt kulturell Unterschiede, da könnte man einen eigenen Vortrag drüber halten. Das GLOBE-Projekt hat gezeigt, in über 65 verschiedenen Ländern, dass unsere Erwartungen an die Führungskraft kulturell geprägt sind. Also das, was eine deutsche Person von einer Führungskraft erwartet, ist anders zum Beispiel als das, was eine italienische oder eine französische Führungskraft erwartet. Das ist wichtig, weil diese Erwartungen nehmen natürlich auch darauf Einfluss, und hier sehen Sie wieder, wie Führung immer bilateral ist, ob das, was eine Führungskraft tut, nun akzeptiert wird und zu den positiven Ergebnissen führt oder auch nicht. Ja, die Rolle der Geführten ist auch deswegen wichtig, weil man halt in neueren Theorien zur charismatischen Führung gefunden hat, dass die Wahrnehmung, dass Sie sagen, das ist ein charismatischer Typ. Sie hängen jetzt an meinen Lippen. Ich könnte jetzt fast die Illusion haben, ich wirke auf Sie charismatisch. Ja? Ich glaube nicht, dass das bei allen der Fall ist. Aber wenn es so wäre, dann liegt das an Ihrer Leistung, dass Sie sagen, ja, das ist interessant, was der gesagt. Irgendwie spricht es mich an. Ja? Das ist Ihre Wahrnehmungsleistung. Und das zeigen auch neuere psychologische Theorien, dass Charisma nicht als angeborenes Phänomen in der Person ist. Wenn Mahatma Gandhi Indien zu einer gewaltlosen Revolution bringen konnte, heißt das noch lange nicht, dass er nicht total versagt hat, genau wie Sie und ich, wenn er versucht hat, seinen Kindern im Badezimmer das Zähneputzen beizubringen, ja? Oder sie abends dazu zu bringen, das noch zu tun, bevor sie ins Bett gehen. Das ist also immer abhängig von den Geführten. Und Sie sehen hier, das greift ineinander. Ich habe ja nur die 25 Minuten bzw. 30 Minuten, deswegen, der Mann hat guckt schon so böse, das war jetzt ein Führungsversuch, muss ich ja weitermachen. Wen wählt man zum Führer? Ich habe gerade schon gesagt, es kommt darauf an, ob Sie halt auch die Wahrnehmung haben, dass es riskant ist oder nicht. Dann werden Frauen bevorzugt. Die Führungsforschung hat auch festgestellt, dass insbesondere gruppendienliche, agierende, extravertierte und intelligent wirkende Vielredner, also so einer wie ich zum Beispiel, ne, die werden eher zur Führungskraft gewählt. Da sehen Sie auch, wie Sie das beeinflussen können und wie auch das Entstehen von Führung von Verhaltensweisen abhängig ist. Gerecht und vertrauensvoll agierende Personen will man sehr gerne als Führungskraft haben. Hier gibt es aber auch wichtige Ausnahmen. Wie könnte man erklären, dass Adolf Hitler, der nachweislich sehr ungerecht gegenüber bestimmten Gruppen gewesen ist, zur Führungskraft gewählt worden ist? Der entscheidende Punkt ist hier, die Ausnahme besagt, jeder von Ihnen will einen fairen Führer haben, aber wenn Sie im Wettbewerb zu anderen Gruppen sind, dann bevorzugen Sie solche Personen als Führungskraft, die gegenüber der Fremdgruppe, die sie nicht mögen, halt vorher unfair gewesen sind. Ja? Solche Ergebnisse zeigen auch, dass das, die Wahrnehmung halt der Geführten sehr kontextabhängig ist und auch von den Gruppenmitgliedschaften mit beeinflusst wird. Ich denke auch übrigens, dass Frau Merkel zum Beispiel sehr davon profitiert hat, als sie Bundeskanzlerin geworden ist, dass die CDU in einer riesengroßen Krise gewesen ist. Sie erinnern sich an dieses Ehrenwortproblem von Helmut Kohl, die Spender. Die CDU war wirklich im Niedergang begriffen. Es wurde eine Frau an die Spitze der CDU gewählt. Okay, ja, also das alles spielt eine wichtige Rolle. Und Sie sehen hier, dass auch unter dieser psychologischen Betrachtungsweise es manchmal dann auch erklärbar wird, warum nicht die sachlich beste, die fachkompetenteste Person gewählt wird, sondern vielleicht, wenn das Selbstverständnis der Gruppe ist, dass man eben halt keine Hierarchien hat, dass ein zufällig ernannter Führer die Gruppe besser beeinflussen kann als einer, der offensichtlich die Kompetenzen hat. Ich kann Ihnen, wie gesagt, nur einen kleinen Einblick geben und das Hauptziel habe ich ja jetzt noch vor mir. Ich möchte Ihnen ja noch ein paar Argumente auf den Weg geben, warum ich glaube, dass neben dieser breiten, modernen Definition von Führung, wo Führung immer schon verteilt ist, und neben den Erkenntnissen, die zur Persönlichkeit der Führenden und der Geführten da sind, es noch andere Gründe gibt, warum verteilte Führung in Organisationen ein neuer Ansatz ist, den Sie wirklich beherzigen sollten und beherzigen meint auch durchaus umsetzen. Im letzten Teil also nochmal das Neuere, was Sie vielleicht noch nicht so mitbekommen haben. Die vertikale Führung brauche ich nicht nochmal erläutern. Sie sehen hier nochmal die eine Abbildung. Das ist das klassische Modell. Da gibt es einen Vorgesetzten und der beeinflusst halt dann die Untergebenen. Bei der verteilten Führung geht man davon aus, dass der Vorgesetzte gar nicht wichtig ist. Das Team selber führt sich selbst, die einzelnen Teammitglieder. Die Führungskraft ist in dem Sinne vielleicht ein Anreger von geteilter Führung, aber ist gar nicht als Führungskraft mehr nötig. Man hat also hier ein polyzentrisches Führungsverständnis. Geteilte Führung ist in diesen Theorien, die seit ungefähr 2002 auf dem Markt sind, und ich zeige Ihnen gleich auch nochmal ein Messmodell, was wir nutzen, wo Sie genau sehen können, wie das erfasst wird. Geteilte Führung ist also nach diesen Theorien ein dynamischer, interaktiver Beeinflussungsprozess zwischen Individuen einer Gruppe mit dem Ziel, Gruppen- und Organisationsziele oder beides zu erreichen. Führung muss immer auf Ziele bezogen sein, sonst ist es keine Führung. Das hatte ich Ihnen ja schon erläutert. Das gilt auch für diese geteilten Führungsansätze. Die Führung ist unter den Gruppenmitgliedern aufgeteilt, anstatt in den Händen einer einzelnen Führungskraft zentralisiert zu sein.
Das ist das Credo der Modell der geteilten Führung. Und einer der Protagonisten ist der Craig Pierce. Ich habe mit dem zusammen, Sie können es da gerne auch mal nachlesen, ist 2010 im Journal of Personnel Psychology publiziert worden, mal zusammengefasst zum einen, was man weiß über die Motivation von Mitarbeitern. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, und der Craig Pierce, Sie sehen das auf der Autorenliste hier, mit einigen anderen Kollegen ist dort Mitautor, lohnt es sich wirklich, die Mitarbeiter auch in Führungsprozesse hineinzubeziehen, also verteilt zu führen? Wir haben den Forschungsstand zusammengefasst und die Ergebnisse, die wir dort präsentiert haben in diesem Sonderheft und auch in dem Artikel, den ich Ihnen hier gerade zeige im Titelblatt, zeigen, dass sich das wirklich lohnt. Warum glaube ich, dass das so ist? Wir haben in diesem Artikel gesagt, dass geteilte Führung zumindest auf drei Ebenen vorfindbar ist. Zum einen als organisationale Demokratie. Verzeihen Sie, die Folien sind jetzt englisch, weil das auch eine englische Publikation ist. Das ist also ein Ansatz und ich bin nicht sicher, ob einer von Ihnen hier sagen würde, dass Ihr Unternehmen demokratisch ist. Darf man ganz kurz um Handzeichen bitten? Glaubt einer von Ihnen, Sie arbeiten in einem demokratischen Unternehmen? Da scheint es selten zu sein. Oh, da doch, ganz mutige voran. Ist das der Lehrstuhl in Zürich oder nein? Ja gut, ja, das erklärt es. Okay. Aber dennoch, der Wolfgang Weber hat da sehr viel zu geforscht. Der ist in Innsbruck und der hat auch Messinstrumente entwickelt. Es gibt Genossenschaften zum Beispiel, ja? Auch die Kibbutzbewegung in Israel. Diese Unternehmen sind relativ selten empirisch untersucht worden in der Führungsforschung. Wolfgang Weber hat das deswegen mal angeschaut, der einer der Co-Autoren. Und er hat also festgestellt, dass Unternehmen, die sich selbst demokratisch verstehen, es auch bewerkstelligen, dass die Mitarbeiter demokratisch in ihrem Umfeld wirksam werden. Ja? Es gibt da die spannende Spillover-Hypothese, dass man auch Gesellschaften demokratisieren kann, indem die Unternehmen demokratisch geführt werden. Ja? Gut, das ist auch verteilte Führung. Die Partizipation in Organisationen, das wäre der zweite Begriff. Und ich möchte mich jetzt fokussieren, weil das der Teamansatz ist, den ich Ihnen ja auch präsentiert habe, auf das Shared Leadership in Teams. Wir sehen hier nochmal die Definition, die ich gerade schon vorgelesen habe, Interactive and Dynamic Process, which individuals in Teams und so weiter. Und so weiter. Ja, was versteht man darunter? Denken wir mal vielleicht, und ich hoffe, das hilft Ihnen, und das sind meine letzten 5, 6 Folien, Herr Mannert, ich werde in der Zeit bleiben, geteilte Führung jetzt auch in der Nationalmannschaft. Wer führt eigentlich Podolski? Jetzt ist natürlich die deutsche Nationalmannschaft, ich bitte das zu entschuldigen, das sollte jetzt kein Affront sein, aber da kenne ich mich auch ein bisschen besser aus. Ja? Wer führt also den Podolski hier in der Mitte? Klassische Antwort, Jogi Löw, ist doch klar, ne? Der Trainer. Ja? Modelle der geteilten Führung würden sagen, nein. Also wenn das Modell wäre, ne, dass Jogi Löw versuchen würde, diese Mannschaft zum Erfolg zu bringen und Podolski dazu zu bringen, Tore zu schießen, dann wäre die deutsche Nationalmannschaft wahrscheinlich schon gar nicht mehr bei den Ausscheidungen dabei. Ja. Die moderne Sportpsychologie, und die hat solche Modelle auch schon untersucht in Teams, die geht nämlich davon aus, dass Podolskis Tore im Wesentlichen von folgenden Dingen abhängig sind, außer natürlich von den Rahmenbedingungen und Jogi Löw. Erstens von seiner eigenen Spielleistung. Der muss sich ja hinbewegen, der muss trainieren. Ja. Das heißt, der führt sich selber. Ja. In jeder Mannschaft müssen die einzelnen Spieler sich selber führen. Das gilt auch für ihre Geführten. Die haben Entscheidungsspielräume. Das heißt, die können sie mehr oder weniger klug nutzen. Und das ist natürlich ganz offensichtlich, die vielen Leute, die Podolski dann die Bälle nach vorne schlagen, ne? Damit er dann halt idealerweise kurz vor dem Tor dann halt einen Ball bekommt und den schön versenken kann. Also hier habe ich mal aufgeführt, Özil, Schweinsteiger und andere. Ne? Die Spielleistung von denen nimmt auch Einfluss darauf, wie gut Podolski seine Aufgabe erfüllt. Und hier haben Sie ein Paradebeispiel für geteilte Führung. Dieser Gedanke ist also in dem Sinne nicht neu. Sportmannschaften, viele andere Mannschaften funktionieren so. Und hier wäre es dann auch angemessen, von geteilter Führung zu sprechen. Je nachdem, wer gerade in der besseren Position ist, der agiert dann halt an der Stelle und man unterstützt sich dort gegenseitig. Die gegenseitige Beeinflussung und Führung von Teammitgliedern ist also das A und O in wirklich guten Mannschaften. Und das gilt auch für Operationsteams, das gilt für viele, viele andere Teams. Die Frage ist nun, wie kann man das messen? Und ich muss ehrlich sagen, also wenn ich vor 10 Jahren hier gestanden hätte, hätte ich gesagt, ja, das ist alles nett, aber wir sind noch nicht so weit als Psychologie, dass wir das messbar machen können. Inzwischen haben wir durch die Vorarbeiten von Craig Pierce einen Fragebogen, der die verteilte Führung in 6 Dimensionen erfassbar macht. Wir haben gerade eine Kurzfassung erstellt, die Frau Piecher und ich, wo wir 24 Items haben, wo all diese Facetten der Teamführung im Team messbar gemacht werden, die Sie hier sehen. Das ist die transformationale Führung, also dass man mit Visionen arbeitet, mit Sinnvermittlung, das findet auch in Mannschaften statt. Die Empowering Leadership, also ermächtigende Führung, dass man halt partizipativ gemeinsam entscheidet, auch im Team und auch anregt, bestimmte Dinge delegiert, sogar im Team. Die direktive Führung, das ist in Sportmannschaften auch
sehr häufig zu finden, dass der Mannschaftskollege sagt, ja, du musst aber dahin rennen oder so und ganz direktiv Kommandos gibt. Ne? Das ist also mit in der geteilten Führung impliziert. Nicht nur, dass man kuschelig nett miteinander umgeht, sondern eben auch, dass man Anweisungen dort gibt. Auch die transaktionale Führung, dass man sich gegenseitig belohnt, bekräftigt und bestärkt. Und leider auch, und das ist ein wichtiger Punkt, den man auch nicht verschweigen sollte, Sie sehen hier Aversive Leadership und Laissez-faire Leadership. Die am weitesten verbreiteste Führung, geteilte Führung in Teams ist Laissez-faire Leadership. Dass man sich nicht darum kümmert, was die anderen machen. Dass man sagt, Führung ist doch die Sache des Boss. Und Teams, die das machen, die haben in der Regel sehr schlechte Leistung. Ja? Das zeigen auch die neuen Befunde. Aversive Leadership ist drohende, beleidigende Führung, was auch zu Mobbing führen kann und sicherlich auch mit dem Burnout zu tun hat, wenn Kollegen einen halt so behandeln. Das sind auch Schattenseiten und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Weiterentwicklung auch in der geteilten Führungsforschung, dass man nicht nur die positiven Aspekte betrachtet, sondern auch die negativen. Ja, warum glaube ich jetzt, dass das super ist und dass es wirklich ein Fortschritt ist? Wir haben einige Befunde, Sie sehen hier, ich werde das nicht im Detail jetzt erläutern, der Craig Pierce hat damit angefangen, es gibt inzwischen ungefähr so 15 Studien, wo man in ganz verschiedenen Teams festgestellt hat, in Prozessoptimierungsteams, in Top-Management-Teams, auch in konventionellen Teams, in virtuellen Teams, dass die Teams, die eine hohe, positive, konstruktive, geteilte Führung haben, die sind viel effizienter. Man kann ja auch die klassische Führung noch messen, im Sinne der vertikalen Führung. Und wenn man das in den Studien beides erfasst, kann man feststellen, dass über die klassische Führung hinaus die geteilte Führung zusätzliche Varianz am Teamerfolg aufklärt. Das heißt, wir haben endlich die Möglichkeit, auch den Teams eine Rückmeldung zu geben, welche Dinge dort gut funktionieren. Und man kann eben beide Dinge erfassen. Ich habe mal mitgebracht, und das sind ein paar Daten, heute Nachmittag habe ich schon die Frage bekommen, hat das denn auch Auswirkungen auf die Gesundheit? Ja? Wir haben in einer laufenden Studie im Pflegebereich, insgesamt sind das 212 Altenpflegerinnen gewesen, geteilte Führung gemessen mit diesem kurzen Instrument. Sie sehen hier auch die Teamleistung, wir konnten das replizieren. Die ermächtigende Führung hatte eine positive Korrelation, Punkt 31, Punkt 40 für transformationale Führung. Und Sie sehen auch Laissez-faire-Führung, wenn man sich also nicht darum kümmert, was die Kollegen machen und die Kolleginnen, hat das negative Konsequenzen für die Teamleistung. Für die Gesundheit haben wir das erwartet, weil wir gedacht haben, die geteilte Führung kann natürlich zu mehr Zufriedenheit führen, man hat mehr Einfluss, man kann mehr Vertrauen im Team herstellen, man kann auch zusätzliche Anstrengungen sicherlich investieren, das Networking-Verhalten fördern, aber man hat ja im Wesentlichen auch geteilte Führung als Ressource. Wenn man halt ermächtigt wird von den eigenen Teamkollegen und vom Chef, sich selber zu führen, heißt das ja auch, dass man Selbstmanagementfähigkeiten entwickeln kann, dass man mehr Tätigkeitsspielraum hat. Und all das sollte im Sinne von Ressourcen eben auch positiv auf die Gesundheit wirken. Das haben wir dann in dieser Studie auch gefunden. Die letzten Ergebnisse, die ich Ihnen zeigen möchte. Wir haben also zum Beispiel das Burnout gemessen, hier den Zynismus, die emotionale Erschöpfung. Und Sie sehen, die Korrelationen sind wie zu erwarten. Ermächtigende Führung ist negativ korreliert, signifikant. Alle diese drei Facetten und laissez-faire Führung, wenn man sich nicht kümmert, auch im Sinne von fehlender Wertschätzung, führt dann zu mehr Burnout. Deswegen glaube ich fest an dieses Konstrukt. Es ist eine Weiterentwicklung in der Führungsforschung. Es wird endlich mit diesem Great-Man-Mythos Schluss gemacht. Das ist vielleicht eine Botschaft, die man Führungskräften nicht wirklich gut vermitteln kann. Ich habe es versucht, aber es gibt noch mehr als Sie auf dieser Welt. Es gibt Ihre Teams, es gibt Leute, die Sie von unten führen, es gibt Kollegen. Und eigentlich muss man, wenn man in die Forschung schaut, sagen, das ist auch der Weg, wie man halt Gesundheit und Effizienz steigern kann, indem man tatsächlich es schafft, geteilte Führung in Teams hineinzubringen. Die Förderung geteilter Führung kann man mit verschiedenen Maßnahmen auf den Weg bringen. Ich habe mal einige hier aufgeführt. Die Entwicklung von Selbstführungsfähigkeiten wäre ganz wichtig. Natürlich auch die Vermeidung von Bestrafung, weil Bestrafung führt immer zur Rücknahme der Geführten. Die Förderung von Initiative, Kreativität etc. etc. Wenn Sie es hinbekommen, und das ist meine Vision von geteilter Führung, das ist der Impuls, den ich noch mitgeben möchte. Wenn Sie es hinbekommen, Führung mal mehr als geteilte Führung, als verteilte Führung, als Shared Leadership zu begreifen, dann werden Ihre Teams von morgen vielleicht so ausschauen. Die schaffen es, Aufgaben zu erledigen, die man alleine nicht schaffen würde. Das ist ja Teamarbeit. Ne? Nicht toll ein anderer macht, sondern together everybody achieves more. Aber wo hier ist hier der Vorgesetzte? Der wird vielleicht gar nicht mehr gebraucht. Okay, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, bin fast in der Zeit geblieben und wünsche Ihnen uns einen schönen weiteren Verlauf der Tage und ein gutes Abendessen. Dankeschön.